Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Buffleb und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Zum Thema Ernährung haben wir schon vieles gehört und da wurde ich immer wieder gefragt, Zucker, was hältst du von Zucker, Kohlenhydrate, zuckerfrei werden, was meinst du dazu? Und ich gebe dir hier in dem Video ein paar Tipps und Tricks, was du machen solltest und was wirklich sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Fangen wir an. Also, Zucker ist zu unterscheiden in die einfachen Zucker, also einfache Kohlenhydrate und die komplexen Kohlenhydrate. Und da musst du wirklich genau drauf achten, auch wenn du drauf guckst auf die Packungsbeilagen von den ganzen Ernährungen, die du zu dir nimmst, wenn da Glucose draufsteht, Saccharose, Glucose-Fructose-Mischung, Maltose, das sind alles einfache Zucker und die sind bei 80-90% unter Fertigprodukte drin. Und die solltest du so niedrig wie möglich, also am besten vermeiden, aber so wenig wie möglich davon essen. Das ist der erste Tipp. Die komplexen Kohlenhydrate, die du zum Beispiel in Quinoa drin bekommst oder die du im Obstsorten hast, da ist natürliche Fructose nicht zu vergleichen mit der künstlichen Fructose. Da habe ich dir auch schon mal eine Aufstellung gemacht von den 15 besten Obstsorten, die ich dir empfehlen würde. Das ist wirklich gut. Also da ist Zucker, Fructose überhaupt nicht schädlich. Das zähle ich auch nicht dazu. Aber dieses chemisch hergestellte Zuckergemisch in unseren Fertigprodukten, die solltest du meiden. Und wie wirkt jetzt der Zucker? Es gibt da verschiedene Studien auch, Versuche mit Tieren, Schimpansen oder auch Ratten, die hatte ich schon einmal gesagt, da wurde eine Ratte im Käfig verglichen mit einer anderen Ratte, die in einem anderen Käfig war. In dem einen Käfig war die Ratte mit einem Zuckersirup versehen, in dem anderen war es ganz normal Wasser. Und der Versuch musste sogar abgebrochen werden, weil die Ratte ist immer wieder zu dieser Mischung hingegangen und hat sich richtig vollgehauen und wurde sehr, sehr aggressiv. Das bedeutet, man hat herausgefunden, dass dieser Belohnungsmechanismus über Dopamin im mesolimbischen System sehr, sehr wichtig ist für verschiedene Reaktionen. Und die haben ähnliche Reaktionen wie bei der Sucht. Wenn du Kokainabhängige oder Heroinabhängige siehst, die haben genau das gleiche Suchtverhalten wie beim einfachen Zucker. Das bedeutet, da wird über Dopamin im mesolimbischen System eine Belohnungskaskade aktiviert und dein Körper verlangt danach. Dein Körper verlangt nach diesem einfachen Zucker. Das ist fast eine Suchtsymptomatik. Und wo ist Zucker überall drin? Du weißt natürlich in Schokolade, Gummibärchen, Chips und so etwas, das ist alles ganz klar. Aber in anderen Nahrungsmittelbestandteilen, in Fertigprodukten, wie zum Beispiel Salami, Joghurt, Brot, Fertigbrot, sind so viele versteckte Zucker drin, dass du da auf jeden Fall darauf achten solltest, auf die Zutatenliste. Da so wenig Zucker wie möglich, weil das ist kein gesunder Zucker. Der kann Adipositas, Typ Diabetes Typ 2 nach sich ziehen. Und da solltest du wirklich darauf achten, dass du diesen Zucker vermeidest. Komplexe Kohlenhydrate gerne, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist ein wichtiges Learning, was du heute hier mitnehmen solltest. Wie nascht man ohne Zucker? Hier möchte ich dir ein paar Tipps geben. Vielleicht, wenn dich interessiert, dann schreib unter die Kommentare, dann werden wir noch ein paar für dich auch ausarbeiten. Aber meine drei, die ich dir heute mitgeben möchte, ist erstens, mach es doch so, dass du, wenn du richtig Lust hast, abends auf der Couch auf irgendwas Süßes, dann bereite es dir schön vor. Nimm dir irgendwelche Früchte, die du sehr, sehr gerne isst, Beispiel Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, was du möchtest und mische die mit einem schönen Naturjoghurt oder einem griechischen Joghurt und tu die in so einen Eiswürfelbox und friere die einfach ein ins Gefrierfach. Ja, ins Gefrierfach über Nacht einfach einfrieren und dann kannst du dir die schön raus dippen in eine Schüssel und hast ein unglaublich frisches, sehr leckeres Naschzeug. Zweiter Punkt ist, du kannst ja auch Eis damit machen mit Milch und vielleicht sogar ein bisschen Eiweißpulver dazu und dann natürlich die Früchte, die du magst, also sehr, sehr frisches Eis. Also das sind meine Snacks im Sommer, wenn es schön warm wird. Und ein weiterer Snack, den ich dir noch empfehlen würde, ist der dritte, das sind Nüsse. Nüsse, Cashewkerne, Macadamia oder Walnüsse wirklich sehr, sehr gut, weil sie sogar ein Brain Food sind. Das heißt, deine Gehirnleistung wird auch besser, ein Ersatz wirklich gut für Chips.
Haben sehr, sehr viele Kalorien, aber ist nicht schlimm, du wirst auch gut satt und es ist sehr, sehr gesund. Und ich hatte ja drei gesagt, dann sage ich dir einfach noch einen vierten, den hatte ich nämlich schon mal gesagt, deswegen zählt er nicht richtig. Wenn du Verlangen auf Schokolade hast, dann mach es so, dass du die ins Gefrierfach tust. Kannst du auch bei Gummibärchen machen, dadurch musst du sie lutschen und dann kannst du nicht so viel davon essen. Wenn du unbedingt Schokolade essen möchtest, in normalen Form würde ich dir sehr, sehr viel Kakaoanteil empfehlen. Dadurch hast du wirklich überhaupt kaum noch Zucker drin, einen hohen Kakaoanteil, hast du trotzdem den Schokoladengeschmack. Das wäre noch ein weiterer Tipp, den du umsetzen kannst. Wenn dich das Thema interessiert und du noch ein paar Tipps haben möchtest, dann schreib mir unter die Kommentare. Was ich dir noch sagen wollte, Zucker kann auch ein Auslöser zum Beispiel für Migräne sein. Migräne hatten wir jetzt schon am Anfang der Woche. Guck dir auf jeden Fall das Video an, wir verlinken das. Und Zucker ist ein Stoff, den wir genauer betrachten sollten. Also, wenn dich das interessiert, schreib mir unter die Kommentare. Ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Frank, macht's gut.